liebe Zuschauer von WNTV. Mein Name ist Daniela Strickmann. Ich bin die stellvertretende Tierheimleiterin des Tierheim Münsters. Und wir haben ja neulich unseren Neubau eingeweiht. Und den möchte ich Ihnen heute mal ein bisschen vorstellen. Wir befinden uns jetzt gerade hier in der Katzenküche, wo Futter zubereitet wird, wo gespült wird, Klos gespült werden, Wäsche gefaltet wird. Alles, was rund um die Versorgung der Tiere einfach zu tun hat, was natürlich einfach notwendig ist, um alles sauber halten zu können. Wir können gerne hier vorne gleich mal einen Blick reinwerfen. Da würde es dann einmal in den ersten Bereich gehen, wo wir einen Boxenraum für Katzen haben, die unter Umständen noch nicht in einen Raum ziehen können, weil sie vielleicht scheu sind, wild sind, in einem Raum verloren gehen würden, wo wir ja so einen Beobachtungsbereich auch haben für Tiere, die vielleicht nicht so 100% fit sind, die noch ihre Wurmkur brauchen, sodass die ein bisschen separiert vom gesunden Bestand erstmal untergebracht werden können. Ja, jetzt befinden wir uns in dem Bereich, der auch für Sie als Besucher sichtbar ist, wo man eben dann auch wirklich Tiere sehen kann. Wir haben 12 kleine Katzenräume geschaffen, in denen jeweils 2 bis 4 Katzen untergebracht werden können. Die Räume sind bewusst etwas kleiner gestaltet worden und dafür etwas zahlreicher, weil wir doch in der Vergangenheit festgestellt haben, dass Katzen als ja doch eher solitär lebende Tiere sich doch sehr schwer fällt, im Tierheim in großen Gruppen zusammenzuleben. Und wir uns überlegt haben, gerade für diese Katzen, die doch sehr starke Einzelgänger-Tendenzen haben, ist es natürlich schöner, den Raum sich nur mit 1, 2 weiteren Katzen teilen zu müssen, als in einer Gruppe von 5, 6 Tieren, sodass die Räume zwar etwas kleiner ausfallen, aber eben dafür zahlreicher sind. Ja, neben dem Platz für die Tiere ist natürlich auch immer Platz für das ganze Zubehör notwendig. Und wir hatten viele Lagerkapazitätsschwierigkeitsprobleme, sodass wir in diesem Neubau mehrere Räume jetzt fertiggestellt haben, wo Futter, Streu, also Zubehör für die Tiere, einfach gelagert werden kann. Allerdings auch für unsere Flohmärkte. Wir wollen ja immer unsere Menschen gut versorgt wissen. Und auch da brauchten wir Platzmöglichkeiten, um einfach die Kuchen, die Pommes, Servietten und Zubehör, was man alles braucht für den Verkauf, unterzubringen. Und da haben wir jetzt mehrere Lagerräume nochmal geschaffen, wo diese Utensilien unterkommen können. Hier befinden wir uns nun im Obergeschoss des Neubaus. Wir haben hier einen großen Mitgliederversammlungsraum geschaffen, wo, wie ich gerade schon sagte, die Mitgliedertreffen einfach stattfinden können, aktiven Treffen stattfinden können oder auch Sonstiges, wenn mal Feierlichkeiten anstehen, Versammlungen anstehen, Vorstandssitzungen anstehen. In der Vergangenheit war es leider oft so, dass wir dafür dann Räume mieten mussten. Jetzt haben wir hier einen eigenen Raum direkt vor Ort mit einer kleinen Küchenzeile, mit einem kleinen WC. Also so, dass man sich hier guten Abend lang aufhalten kann. Ja, hier befinden wir uns dann in dem Verkaufsbereich für Speisen und Getränke für unsere Veranstaltungstage. Wir machen ja einmal im Monat unseren Floh- und Büchermarkt, immer am ersten Wochenende im Monat. Und da wollen wir natürlich auch fürs leibliche Wohl unserer Besucher sorgen. Und das haben wir auch bislang schon gemacht, dass wir immer Kuchen und Pommes verkauft haben. Nur bislang hatten wir da nur eine sehr kleine Küche zur Verfügung, sodass wir auch Zelte aufbauen mussten, um Möglichkeiten zu schaffen, um das alles anzubieten. Jetzt haben wir hier eben eine große geräumige Küche, wo im Prinzip alles kombiniert werden kann, Getränkeverkauf, Kuchenverkauf und alles unter einem Dach hier anzutreffen ist. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat der kleine Rundgang durch unser neues Katzenhaus oder durch unser neues Mehrzweckgebäude, muss man es ja eigentlich nennen, gefallen. Und vielleicht überzeugen Sie sich einfach demnächst selber mal mit einem Besuch von dem Zustand unseres Neubaus. Am 6. und 7. Dezember, das erste Wochenende im Dezember, findet nämlich auch wieder unser Weihnachtsbasar statt. Da lohnt sich ein Besuch gleich doppelt.